fangt an zu suchen! Strich auf links, du Arschgesicht! Ich höre! Weg! Ah. Ich bin schon wieder. Ah. Alter, das lief schon so gut. Das lief schon so gut. Ja, aber. Ding, ne? Piraten aus Wimmeln, hast du mir einen Aussichtspunkt. Halt's Maul. Ah, den kann ich einfach so ausknipsen. Ich hätte beinahe wieder einen Molly geworfen. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Weißt du, ich kundschafte nochmal aus. Ja, und sorry, wenn das jetzt hier wirklich lange dauert, aber das ist Ubisoft. Das ist deren Design. Die haben die Queste so, die haben die Aufgabe so designt, dass man das so machen muss. Und das dauert ewig. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Was zum? Was war das? Könnte ich mir mal einen Stein an den Kopf werfen? Jemand? Eine Stripperin, hoffe ich. Ich sehe lieber mal nach. Ja, mach das. Bildet Suchtrupps! Ich glaube, hier unten kann ich ihn wegklüpfen. So. Den habe ich. Und den muss ich jetzt durchsuchen. Ich hätte beinahe wieder eine Granate geworfen. Funkfrequenzcode 1. Okay. Alles klar. Und so. Also ich mache den da drüben auch noch hinüber. Ich mach dich Armageddon, Digga. Aha. Ich kann ja mal da auf das Fass schießen. Das, da wäre ich lieber tot, sagt er. Weggepustet. Ja, also es läuft langsam. Aber es ist halt so, man muss das halt, es ist wie mit Hitman, da muss man auch immer erstmal ausprobieren, wie was funktioniert. Irgendwann hat man dann den Lösungsweg am Start. Ja, und dann funktioniert das wie nicht, ne? Dann machst du das im Handumdrehen. Und da kannst du mal sehen, dass ich mich nicht an alles vom letzten Jahr erinnern kann, weil sonst wüsste ich ja jetzt, was ich hier zu tun habe. Er hat sich einen Tripper geholt, sagt er. Oha. Warte mal. Bin ich da?
Der ist weg. Ich weiß, man soll das anders machen, aber... Aha. Hier war doch auch einer, da hinten in der komischen Ecke da. Ja, was? Warum willst du das? Okay. Ich bin kein Lutscher. Ich bin total der Nette. Nicht doch. Ah! Warum kann ich mich nicht verstecken dahinter? Bleib mal stehen. Ah, der alarmiert jetzt. Ah, fuck. Ah, ich hau ewig daneben. Ah, gescheitert. Ah, fuck. Ah, Alter, nö, ne? Ja, nee, das war... Was ist vor Piraten so wimmeln? Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Muss ich die jetzt alle nochmal... Ach nee, hier, also wenn ich einen habe... Okay, ich muss mir die mal anders holen. Ich habe da noch eine Idee. Ich glaube, letztes Mal bin ich von der anderen Seite aus rangegangen. So, da haben wir einen. Okay. Ach ja, hier hinten durchschleichen. Unter Wasser möglichst. Ach, rülps. Ja, das ist gar nicht so meine Quest. Also gar nicht, ich sag immer Queste. Gar nicht so mein Auftrag hier. Ne? So, ich könnte ihn ja jetzt per Bogen ausknipsen vielleicht. Oh, nee. Okay, also der hat Alarm gegeben. Warum ist es jetzt nicht gescheitert? Also nicht, dass es mich stören würde, ne? Aber schon irgendwie strange. Ja, vielleicht mag mich das Spiel auch einfach und sagt dazu, ach Honk, ne? Wir wissen ja, dass du ein Vollhonk bist und... Funker lautlos töten. Ja, das habe ich gemacht. Also lautlos töten heißt für mich, dass ich keine Geräusche mache. Oh, und ich habe hier eine schallgedämpfte Knarre und ja, weiß Bescheid. Okay.
Ja, ich weiß, dass da noch ein anderer Vogel ist, dem ich wahrscheinlich gleich in seine Ärmchen laufe. Laber kein Mist. Vogel. Ja, ich muss eigentlich nur die Funker töten und nicht. So. So, das, also, wir haben hier zwei Funker getötet. Das sind die Gelbbirnen. Funkfrequenzcode 2. Und da vorne ist der andere, den ich vorhin schon platt geschossen habe. Hänge fest. Eine Blowtorch. Lustig. Der hier hinten, der hier geschweißt hat, der ist despawned, ja. Ist mir aber auch egal. So, ich glaube, wir haben den Quatsch geschafft. Jetzt zum Funkgerät. Ja, genau. Ich muss jetzt hoch zum Funkgerät. Ja, also, ich weiß, ihr schafft das alles total. Guck mal, da ist so eine. Das finde ich lustig hier. Albern? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Klettern. Ha. So. Bah, nicht doch. Hä? Was ist jetzt passiert? Was ist da passiert? Ja, ich muss da wieder hoch. Ding. Geht mal gar nicht. So, also nee, das da muss ich wahrscheinlich ganz nah einfach nur ran und nicht springen. Ah ja, so. So war das gedacht. Ich höre Funkverkehr. Liebe Leute, ich habe Funkverkehr. So, hier gibt es sicherlich noch was zu plündern. Ich habe noch keinen Bock auf den Stress, der gleich wahrscheinlich passieren wird. Wenn ich mich recht erinnere, passiert gleich richtig viel übler Stress. Und irgendwie habe ich darauf noch keinen Bock. Erreiche den Kontrollraum der Medusa. Ah, da. Ja, ich will hier nur noch ein bisschen looten. Solange es noch halbwegs geschmeidig ist, ne? Du weißt Bescheid. Dies wird nicht mehr lange der Fall sein. Ja gut. Gehen wir's an. Ach so, Muni. Volle Kraft voraus. Halten, interagieren. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Ja, jetzt muss ich abhauen. Ah, ich hänge fest. Oh, fuck. Ich muss hier weg.
Legt den Passstart um. Ja, legt den Passstart um. Ihr legt den Passstart eben nicht um. So, euch hier runter. Leck mich fett. Lasst mich in Frieden. Ich habe einen Schweißbrenner dabei. Neues Tutorial. Ja, fick dich, Entschuldigung. So. Ich mache mich hier einfach davon. Also ich muss eigentlich einfach nur entkommen. Ich weiß nicht, wie weit ich entkommen muss. Ich setze mich auf das Fahrrad und fahre 700 Kilometer. Ja. Ich erzähle euch bald die ganze... Missionsgebiet verlassen, was? Was ist hier los? Warum? Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich die Tasse hier noch platt machen, da, die Vögel? Weißt du, dann mache ich das aber auf die convenient Art. So ein komischer roter Streifen. Beseitige die Verstärkung. Ich hab gedacht, ich müsste einfach nur entkommen. Aber, weißt du, aber jetzt nicht mehr ruhig sein müssen. Ruhig. Jesus Christus. Da oben ist ein Kreuz drauf, deswegen. So. Ja. Wow, nicht doch. Will nicht gespottet werden. Hier sind Honkspotter unterwegs. Wechselposition. Beep, 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 beep. Diese Musik, ey. Digga. Da kommen ein paar von der anderen Seite. Ich muss schnellstens die Position wechseln. Och komm. Looten wir erstmal eine Runde. Hoffentlich war das nichts. Nö, das war ganz und gar nichts. Schlitzpisser, was? Wie sie sich. Mein Gott! Der wird dir auch nichts helfen. Kollege Schnürschuh. Aha. Nö, ihr holt euch mal gar niemanden. Ich bin weg. Guck mal. Now you see me, now you don't. Now you see me, now you don't. Aha. Schlitzpisser! Wenn ich dich finde, blitz ich dich auf! Konjunktiv. So. Ja, ich würde jetzt ganz gerne noch looten.
Da oben auf dem Schiff ist auch noch einer. Ja, der, den ich vorhin als erstes aufs Korn genommen habe. Ja, ich mach das schon. Maika macht das Würstchen. So, dann gib mal her den ganzen Quatsch. Dann würde ich sagen, gehe ich gleich auf irgendein erhöhtes Podest oder so. Das möglichst oberhalb der Reling da ist. Ich kann mir schon was vorstellen. Bams. Ah. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Digga, ich habe keine Zeit. Was ist das? Ich will hier noch ein bisschen looten. Sprich mit Dennis. Ich soll nach Anunnaki kommen. Okay, alles klar. Oh, Fähigkeitspunkt erhalten. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch mal was Neues auswählen. Hoffentlich. Bitte, danke. Nein. Takedown und Verstecken. Hatte ich den schon? Ja, hatte ich schon. Alter, guck mal, ich kann gar nichts. Das sagen wir doch schon die ganze Zeit. Du kannst gar nichts, Digga. Ja, leck mich am Arsch. So, ja, Leute, es passiert gerade und ich könnte jetzt mal eine Pause machen. Ich sage Ciao mit Baby Pause und wir sehen uns dann zum Looten dieses Schiffes gleich in der nächsten Folge. Ach, ist das schön hier, guckt mal. Na, und so schön viele Loot-Truhen sind hier. Ich sehe hier eine. Nein, ah, da, genau, genau, genau. Ja, ich sage Ciao mit Schiff und wir sehen uns dann in der nächsten Folge irgendwann. Bis dann.